Hallo, liebe Zuschauer, ich bin's mal wieder, der Spedi. Und wo stehe ich? Ich stehe in München. Und wo? Nicht irgendwo, sondern bei der Ortauer Gruppe. Und da ist heute ein Termin mit Robert und Carmen Geist. Da werden nämlich neue Getränke vorgestellt. Das ist ein toller Event. Und bei mir steht ein guter Freund von Robert Geist, der Rob. Hallo Rob, mein Freund. Grüß dich, mich, lieber Schmidt hier. Wie geht's dir? In München ist ja Heimspiel für mich und insofern hat für mich immer alles gut hier. Obwohl das Wetter heute ein bisschen nebelig ist. Oktoberfest ist natürlich auch immer ein Highlight hier in München. Du warst am Oktoberfest, hast du es genossen? Natürlich, wie jedes Jahr sind wir da sehr, sehr häufig unterwegs. Dann kam man dieses Jahr leider nicht mit dabei, aber wir haben es auch so ganz gut hinbekommen. Du kennst Robert und Carmen ja schon Jahre, ihr seid gut befreundet und die haben ja wahnsinnig viele Termine. Ist es heute für dich auch mal wieder schön, sie wiederzutreffen? Ja, natürlich. Wir sehen uns häufig in Dubai, verbringen wir Urlaube zusammen und freuen mich natürlich auch abends, wenn man dann eine kleine Runde essen geht. Aber das ist natürlich auch schön, die beiden mal in Action zu sehen, nicht privat. Und ich freue mich auch auf die neuen Getränke, die ich jetzt auch gerade das erste Mal probiert habe heute. Bin positiv überrascht. Mach Werbung. Wo kann man die bestellen? Im Internet oder gibt es die auch dann schon irgendwo in den Shops beim Ortra zum Beispiel? Also bei Ortra gibt es die natürlich schon. Sind ab heute in den Läden von der Ortra-Kette, die dazugehören, sind schon gelistet und auch schon kaufbar. Internet auf der Geistes-Shop-Seite, Roberto Geistini-Seite, sich schon zu kaufen. Und wir haben es auch heute gerade, genau jetzt müsste es auch online bei Amazon sein. Also jetzt müsste man es auch bei Amazon schon kaufen können. Wunderbar. Du, dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Event. Heute wird das alles vorgestellt. Der Robert Carmen sind da, machen ein Interview, geben der Presse auch Interviews und so weiter. Wie geht es für dich danach weiter? Wo fliegst du dann wieder in die Welt hin? Du bist ja auch ohne Ende unterwegs. Ich sehe dich ja in Dubai und rum. Wir sind tatsächlich viel unterwegs. Jetzt bleibe ich mal in München. Ich bin ja Münchner jetzt, seit 20 Jahren am Arbeiten hier. Und danach machen wir uns erstmal ein bisschen ruhiger. Heute Abend gehen wir mit Robert und Carmen noch schön essen und da freue ich mich drauf. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nachdem wir heute so ein tolles Essen heute bekommen von Elli, den kenne ich natürlich auch schon sehr lange, glaube ich, dass wir heute Abend ziemlich satt sein werden und wohlgenährt. Ja, du sagst gerade, Elli the Butcher ist ja auch der Butcher, der aus Köln ein Promi, Steakman und Bratwurst, was der nicht alles kann, ist auch extra aus Köln hier runtergekommen. Wie kriegt man die Leute dazu, dass die so nach München kommen und einfach für die halbe Stunde fahren die 1500 Kilometer, was ihn natürlich ehrt im Leben? Also zum einen kennt man sich ja immer schon sehr lange von irgendwelchen Events, das heißt, da baut sich auch, ich sag mal, bei den Kochs, bei den Caterern etc. auch schon eine Freundschaft aus und die nimmt man dann auch wieder. Natürlich kriegen sie auch ein bisschen Geld dafür, ne? Aber trotzdem müssen die weit fahren, wie du schon richtig gesagt hast. Das macht man nicht für so ein paar Euro. Das heißt, da ist natürlich auch eine Freundschaft, die jahrelange steckt dahinter. Und bei den nächsten Events wissen sie in Saint-Tropez, also nicht mehr wieder oder sonst wo. Ja, klar. Da freut man sich, wenn man die gleichen Gesichter sieht. Und der macht auch einen guten Job. Das Essen ist fantastisch von ihm. Ich freue mich drauf. Und schmeckt's? Das ist tatsächlich das erste, was ich probiert habe mit Koffein. Ich habe heute nämlich noch keinen Kaffee bekommen. Okay. Finde ich super. Die anderen, bin ich ehrlich, habe ich noch nicht getrunken. Werde ich heute aber im Laufe des Tages machen. Ich auch. In diesem Sinne, also danke dir fürs Gespräch, Rob. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Veranstaltung. Wir sehen uns später noch. Schmidi, danke dir. Danke dir. Also Ciao. Bis später. Ja, das war der Rob hier in der Ortauer Gruppe, kurz vor dem großen Pressetermin vom Robert und Carmen Geist. BLE-TV ist dabei. Und ihr wisst, auf YouTube. BLE-TV.de. Bis dahin, euer Schmidi. Ciao, ciao.